Jugend ohne Gott. Kapitel 1, die Neger. So titelte Öden von Horvath 1937. Und 1938 kam das Buch auf die Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums der Nationalsozialisten. Wohl kaum wegen dieser politischen Unkorrektheit. 26 blaue Hefte liegen neben mir. 26 Buben. So um das 14. Jahr herum. Hatten gestern in der Geographiestunde einen Aufsatz zu schreiben. Ich unterrichte nämlich Geschichte und Geographie. Nein, zufrieden bin ich wahrlich nicht. Denk nicht so dumm. Du hast doch eine sichere Stellung mit Pensionsberechtigung und das ist in der heutigen Zeit, wo niemand weiß, ob sich morgen die Erde noch drehen wird, allerhand. Wie viele würden sich sämtliche Finger ablecken, wenn sie an deiner Stelle wären? Draußen scheint noch die Sonne, fein muss es sein im Park. Doch Beruf ist Pflicht, ich korrigiere die Hefte. Was schreibt denn da der N? Alle Neger sind hinterlistig und faul. Zu dumm. Also da streiche ich durch. Sinnlose Verallgemeinerung. Aufgepasst. Habe ich denn diesen Satz über die Neger in letzter Zeit nicht schon mal gehört? Richtig. Er tönte aus dem Lautsprecher im Restaurant und verdarb mir fast den Appetit. Ich lasse den Satz also stehen, denn was einer im Radio redet, darf kein Lehrer im Schulheft streichen. Und die Zeitungen drucken es nach und die Kinder, die schreiben es ab. Herr Lehrer, mein Hiersein hat den Grund in einer überaus ernsten Angelegenheit, die wohl noch schwerwiegende Folgen haben dürfte. Mein Sohn Otto teilte mir gestern Nachmittag in heller Empörung mit, dass Sie, Herr Lehrer, anlässlich der gestrigen Geographiestunde die schier unerhörte Bemerkung fallen gelassen hätten, auch die Neger sind Menschen. Sie wissen wohl, was ich meine. Der Direktor hatte mich rufen lassen. Hören Sie, es kam hier ein Schreiben von der Aufsichtsbehörde. Ein gewisser Bäckermeister N. hat sich über Sie beschwert. Sie sollen also Äußerungen fallen gelassen haben. Mir müssen Sie nichts erklären. Doch, lieber Kollege, es ist meine Pflicht, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass sich derlei nicht wiederholt. Sie vergessen das geheime Rundschreiben. 5679U/33. Wir müssen von der Jugend alles fernhalten, was nur in irgendeiner Weise ihre zukünftigen militärischen Fähigkeiten beeinträchtigen könnte. Das heißt, wir müssen sie moralisch zum Krieg erziehen. Punkt. Sie wundern sich, dass ich die Kriegsposaune blase? Ich? Der ich vor wenigen Jahren noch flammende Friedensbotschaften unterschrieb? Ja, ich könnte dem Zeitgeist widersprechen und mich von einem Herrn Bäckermeister einsperren lassen. Ich könnte kündigen. Aber ich will nicht gehen. Ich möchte die Altersgrenze erreichen, um die volle Pension beziehen zu können. Als ich zur nächsten Stunde die Klasse, in der ich mir erlaubt habe, etwas über den Neger zu sagen, betrete, überreicht man mir einen Brief. Wir wünschen nicht mehr von Ihnen unterrichtet zu werden, denn nach dem Vorgefallenen haben wir Ende des Unterzeichneten kein Vertrauen mehr zu Ihnen und bitten um eine andere Lehrkraft. Auch ich habe nicht die geringste Lust, eine Klasse zu unterrichten, die zu mir kein Vertrauen hat. Wenn Sie Indianer wären, würden Sie mich an den Marterpfahl binden und skalpieren, und zwar mit dem besten Gewissen. Sie sind überzeugt, Sie hätten recht. Es ist eine schreckliche Bande. Sie pfeifen auf den Menschen. Sie wollen Maschinen sein. Schrauben, Räder, Kolben, Riemen. Doch noch lieber als Menschen wären sie Munition. Bomben, Schrapnells, Granaten. Wie gerne würden sie krepieren auf irgendeinem Feld. Der Name auf einem Kriegerdenkmal ist der Traum ihrer Pubertät.